willkommen in unserer Schule. Ich bin Ludwig. Ich heiße Dreni. Ich bin Jan. Und willkommen zu unserer Hausraumkammer. Komm bitte mit. Das Polen-Gymnasium wurde 1829 gebaut. Von Anfang war es eine Schule mit praktischen Studienfächern, zum Beispiel Holzarbeit. Die Schule hat etwa 1150 Schüler und 75 Mitarbeiter, die entweder hierher kommen, um zu studieren oder zu arbeiten. Dies ist der Viertelzimmer. Und hier hängen wir an den Panzern. Hier gibt es sowohl einen Automaten, der Schnacks kaufen kann, als eine Kaffeemaschine, die bei Studenten sehr beliebt ist. Dies ist nicht der einzige Raum, in dem man in Pausen hängen kann. Wir haben auch andere Schulzimmer in der Schule. In dieser Schule haben wir unterschiedliche Nummern auf dem Klassenzimmer. Die erste Anzahl in dem Klassenzimmer stellt die Erdtage dar, auf der sich das Klassenzimmer befindet. Wenn Sie also eine Unterrichtsstunde in Saal 34 haben, bedeutet das, dass die Unterrichtsstunde im Tage 3 haben. 24 ist der Tage 2 und 44 ist Tage 4 und 18. Klassenzimmer 31, es ist an der Etage 3. Ja, kommen wir. So sieht ein Korridor in der Polhems-Schule aus und hier sieht man auch Polhems Trophäekabinett. Das sind alle Trophäen, die Polhems-Schule gewonnen. Hinter mir gibt es auch auf Toiletten auf jeder Etage. Für die Jungen und für die Menschen. Hier sind die Lehrerarbeitsräume, wo die Lehrer an der Schule sind, wenn sie keine Unterrichtsstunde haben. Hier können Sie den Stundenplan von allen Lehrern sehen, wenn Sie mit ihnen sprechen möchten. Am unteren Ende des Gebäudes befindet sich das Zimmer der Schulschwester. Sie können hierher gehen, wenn Sie irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben oder wenn Sie nur sprechen wollen. Jetzt haben wir Ihnen die Schule gesehen und es ist Zeit für uns
zu vier Abschieden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.